Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghostwatchers. Uns fehlt nur noch ein Devil. Also, das ist jetzt die Runde, die besagte Runde. Denn sind wir endlich auf Level 30. Nö. Ja, er wirft die Voodoo-Puppe anscheinend. Bis 500. Ja, ich weiß. Silber. Er hat einen Schädel gekritzelt und keine Aktivität bei Visual Board. Notizblock war der Schädel. War das der Schädel? Ja. Und sie ist jung und gequält. Heiliges Salz, vernichtendes Licht, drei Kerzen anzünden. Vernichtendes Licht. Drei Kerzen anzünden. Kruzifix. Alles klar. Silberne Bombe. Kairim, hast du silberne Bombe umfangen? Oh, da kommt sie. Ja, das ist schlecht. Ah, wollte heute wohl nicht machen, wa? Los, Misa, du jetzt rein. Hopp, hopp. Oh, er knurrt. Ein bisschen spät vielleicht. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Da. Aber ja, komm so. Jo, vernichtendes Licht. Weiß nicht, ob das gerade gezählt hat. Keine Ahnung. Ah ja, okay. Drei Kerzen anzünden. Drei Kerzen anzünden ist fertig. Kruzifix kommt jetzt und Silberbombe. Dann ist Kairim dran. Kruzifix. Moinsen. Hier, du kleine Onna, komm her. Onna, Onna, Onna. So, Beachabo liegt oben im Badezimmer, warum auch immer. Hä?
Was wir hatten, du hattest kein Kruxifix in der Hand? Die Hand. Okay, Kruzifix ist richtig anscheinend. So. Löse Kruzifix, okay, Silberbombe. Okay. Silberbombe und dann noch fangen. Was für ein Counter? Wo? Ah, okay. Ja, jetzt mal Silberbombe. Dann können wir weitermachen. Sie hängt von der Decke. Sie steht da. Danke. Fifi! Ah, er hat den Ball wieder gefunden. Alles klar. Level up! Wir sind Level 30. Wir sind Level 30. Nächste Runde gleich hinterher. Jo. Alles klar. Nice. Ach, jetzt habe ich Schluck auf von den Trinken. Oha, es geht gleich richtig ab. Der ist richtig aggressiv. Warum schmeißt du das jetzt schon rein? Ich habe doch nicht mal die ganzen Sachen. Oh Mann. Das kann schon mal raus. Oh, Brudepuppe. Brudepuppe wirft da. Dicke Zähne haben wir noch nicht. Schädel hat er gekritzelt. Und die Partikel Zähne brauchen wir jetzt dann nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir uns auch gleich abschminken. So. Thermometer. Ja, weil dann laufende Band Dings fertig gemacht sind. Okay, Fußspuren. Hatten wir Fußspuren? Das kann die eiserne Jungfrau sein. Okay, hier ist das Kreuz und hier wäre das. Ja, gleich richtig. Eiserne Jungfrau. Das war jetzt doch richtig, oder? Ja, danke. Was? Büsse. Oh.
Oh, toll. Richtig geil. Also, was haben wir denn jetzt? Eisenjungfrau, alt und gequält. Alles klar. Weihwasser, fünf Wasserhähne aufdrehen, heiliges Salz. Weihwasser habe ich. Aua. Was bist du denn? Sie verfolgt mich! Ah, Hilfe! Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus! Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf! Also, Weihwasser haben wir, glaube ich, abgehackt, ne? Ja, okay. Fünf Wasserhände aufdrehen, heiliges Salz. Okay, fünf Wasserhähne aufdrehen, heiliges Salz. Drei Kerzen anzünden. Ja, einfach jetzt eins nach dem anderen. Drei Wasserhähne aufdrehen. Kannst du mal kurz Wasserhähne aufdrehen, Lisa? Wenn du schon mal da irgendwo im Badezimmer oder sowas unterwegs bist. Ja, super. Heiliges Salz, jetzt bin ich. Warte, sie ist hier irgendwo. Ich habe sie gehört. Nee, ich kann nicht gucken. Ich habe deinen Schuh gefunden. Musst du mal kurz drauf gucken, kann. Gottes Namen, das ist voll Akku hier. Das Wasser haben wieder zu? Ja, okay. Aua! Fischige! Wir sind jetzt gerade bei Heiligen Salz. Warum habe ich denn jetzt die Kerzen ausgepustet? Ich Vollidiot. Heiliges Salz, drei Ketzerhaus. Warum habe ich die denn aus? Heiliges Salz. Okay. Wieso Asche? Das brauchen wir jetzt. Mama, nee, du Ich kannst weiß nicht, neben Keilring deinem gehabt? Wagen. Guck mal bitte neben deinem Wagen. Nein! Huhuhuhu. Oh, okay. Oh. Wo ist die Wieso Asche? Oh. Ah. Ah ja. Das ergibt wirklich Sinn. Aber die ist voll eklig. Boah, die ist genauso eklig wie die Marionette. Boah. Mach ich überhaupt nicht. Achso, stimmt, Misa war ja vorher gestorben. Oh, die fliegenden Teller. Ja, nun komm doch endlich her.
So. Was? Alle Wasser hin am Haus zu drehen? Ah ne, hast du schon. Okay. Silberbombe. Silberbombe hatte... Okay, ich glaube, Silberbombe hatte Kairin. Hä? Was ist jetzt? Hä? Ja! Warum? Warum? Nee, ich habe nichts in meiner Hand. Oh Mann. Ich bin tot. Das war ja voll eklig. Die Silberbombe liegt hier bei Kairin. Ich liege über den Tisch. Kairin steckt in der Wand und ich hänge über den Tisch. Wo du dich dann hinstellen kannst. Aua, er jagt. Wo ist die Silberbombe? Die liegt hier hinten bei Kairin. Achso. Ja, nimm sie wieder auf. Da kommt sie. Das war wohl nix. Du darfst jetzt nicht sterben. Das ist alles verloren. Oh, sie ist gerade Richtung Wohnzimmer. Ja, super. Alle Kerzen löschen. Das müsste jetzt eigentlich auch mit fertig sein. Oder auch nicht. Ja, warte, ich guck. Ja. Da wird es noch einer an. Plasma-Absorber, ja. Der steht da aber schon drin. Geh doch einfach raus. Die kommt hier doch so oder so lang. Zumindest nehme ich das mal stark an. So, dass du wenigstens noch da bin. Ah, nee, wir sind tot, wir kriegen die gar nicht, oder? Bist du jetzt so kleine hässige Kackbratze? Hä? Ah, sie kommt runter. Oder auch nicht. Seid ihr hier oben die ganze Zeit auf dem Weg und unterwegs? Hä? Sie schmeißt das Ding immer weiter weg. Ich könnte das gerade wieder zurückwerfen. Musst du weiter nach hier vorne stellen, oder? Oh, warte. Okay. Doch, sie kommt. Nee, sie ist gerade weggelaufen. Oh, du brennst. Du brennst. Lauf! Oh nein, du bist tot. Ach, Schwein gehabt. Hier, der Ball liegt hier in der Ecke. Du musst ihn jetzt nur noch fangen. Gleich rechts in der Ecke. Rechts hier. Jo. Ja. Sie ist auf jeden Fall nach rechts gelaufen oben. Sie kommt gerade aus dem Schlafzimmer Richtung vordere Treppe. Sie kommt jetzt wahrscheinlich Treppe runter. Nee, geht hinten ins Schlafzimmer. Ja. Oh Gott, das war jetzt aber auch. Tschö. Aber ich will noch mal kurz zeigen, dass sie da unten steht oder nicht steht. Ich weiß gar nicht, wo ist Kairin denn? Ach, Kairin ist hier mitgekommen. Steht sie da jetzt oder steht sie da nicht?
Da ist sie. Die Jürgen hatte ich schon 12 Mal. Alter, den Traumverschlinger 16 Mal. Huch, da bist du ja. Okay, mehr Platz haben wir auch nicht. Ja. Sind die Rohre nicht auch neu? Ich habe auch alle. Alle Tor. Ne, ich glaube, die Rohre sind tatsächlich Rohre. Neu sind tatsächlich Rohre. Ja. Ja, das ist so ekelig. In der Wand. Der geht vielleicht bald mal nach hier oben. Das würde mich interessieren, was da oben ist. Ja. Hat sie aber nur was. Und wie kommt man da hoch? Ja, vielleicht. Mal gucken. Hier, du musst du hier so auf das Dings rauf. Und dann. Aber diesmal haben sie da ja auch nichts dran geändert. Ja, Idim, denn war es das erstmal hier mit. Ich glaube, die haben sogar die Decke neu gemacht, oder? Vampirina. Tote Schwein. Das Schwein lag da schon vorher. Das sieht aus wie tatsächlich aus Ranch Simulator. Oder wo bist du? Ja, kann sein. Kann möglich sein. Müssen wir mal gucken. Bin gespannt auf jeden Fall auf das nächste Update. Wird ja wahrscheinlich dann auch wieder in 3-4 Monaten wieder kommen. Falls sie denn nicht noch sagen, okay, das war's jetzt mit den neuen Geistern. Mehr haben wir nicht. Ja, aber vielleicht wollten sie die auch nur machen. Wer weiß. Aber der könnte ja auch als Mensch rumrennen. Das Kind haben wir tatsächlich, seitdem wir gezählt haben, nur 3 Mal. Und vorher hatten wir die immer. Gefühlte 40.000 Mal. So, dann gehen wir einmal wieder zurück. So, ihr Lieben. Das war denn diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.